Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Shadow am Mikrofon und der Dream, der nicht streckt, macht die Schlange und macht ein Bräuchchen. Nix da. Ja, wie man sieht, es ist wieder Nacht. Es ist immer noch derselbe Tag, an dem ich halt, naja, die Trainingssession aufgenommen habe, wo ich halt sehr verpeilt war. Ja. Währenddessen habe ich noch das andere aufgenommen, um mich ein klein wenig wieder reinzubringen. Reinzukriegen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Geht los. Ich meine, währenddessen habe ich auch offscreen ein klein wenig. Hallo? Jetzt. Jetzt. Gelevelt. Nicht sonderlich viel, aber es sollte genügen. Oder es zumindest spannend machen. Er ist so in sein Training vertieft, dass er es dich gar nicht bemerkt. Okay. Moin. Meine Pokémon und mich verbinden eine tiefe Freundschaft. Oh, dieses Band wird nie jemand zerreißen. Challenge accepted. Xavier. Boah, du siehst genauso aus wie dein Trainer. Na, dann wollen wir mal. Psystrahl. Volltreffer. Dream Danny ist und bleibt der Beste. Ich war am Überlegen. Ich verrate es einfach mal, was ich mit Dream Danny vorhatte. Das ist unmöglich! Doch, ich verrate, was ich mit Dream Danny vorhatte. Ganz ruhig, okay? Denn da er jetzt nur ein Hypno ist und halt sehr wirklich mit dem Pendel und alles. Und Hypno ja generell sehr creepy gehalten ist. Oh, Dream Danny ist sehr hoch motiviert. Nice. Dachte ich mir, ich benenne ihn um in Nightmare Dan. Allerdings habe ich geguckt, wie viel Buchstaben. Ja, 10 passen rein, ist Maximum. Und Nightmare Dan, ich hätte auf 2 Buchstaben irgendwas runterkürzen müssen. Und Dan ist schon halt, ne, ein N und ein Y weg. Oder nochmal 2 Buchstaben. Ja, und versuch mal Nightmare irgendwie sinnvoll abzukürzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte machen können. Von daher, er bleibt trotzdem unser Dream Danny, okay? Wir Meister der Kampfkunst kennen keine Angst. Das ist Jeff. Schwarzgurt, Jeff. Oh Gott. Warum kann der nicht das Kickli haben? Es hätte irgendwie besser gepasst. Ach naja, und halt wegen diesem, dass Dream Danny mir halt diesen Finger zeigt, in diesem Sprite, es hätte halt besser gepasst für dieses quasi neue Gimmick. Das einfach mal voll der Arsch ist. Nightmare Danny. Gut, für uns ist er der Dream Danny, aber für seine Feinde ist er ein Albtraum. Schockierend. Ja, selbst Schwarzgurt Jeff findet das. Nicht wahr? Danny? Danny? Ist okay? Danny ist hochmotiviert, alles klar. Gut, er will keine Zeit verlieren. Ab geht's. Go! Psst, nicht so laut! Na gut. Weltliche Besitz ist sinnlos. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Peter. Oh, Peter.
Was hast du denn vor so später? Ich hab den Psystrahl. Der trifft dich gut. Du setz dich hin. Mit deinem Schwarzgurt. Also, Dream Danny, der macht das hier bisher. Der macht das super. Läuft. Also MVP. Oh, das war ein Volltreffer. Na, wenn das so ist. Ich bin am überlegen, ob ich... Ja, die Arena, die machen wir heute. Die machen wir heute. Alter, Dream Danny ist Level 30. Und damit der Erste im Bunde. Der 30er. Ja, was los, Peter? Hm? Ist für dich schon zu spät da? Hm? Ist hoch motiviert. Ja, aber ich würde mal jetzt kurz die Kleine hier, damit sie da auch mal auf, die ist auf sehr guten Weg, auf die 30. Übrigens, beim Level, ich habe mich mal hier darum gekümmert, damit mir halt diese Bären für dieses, für die Kuh dann haben. Ist das eigentlich für das Story relevant oder ist das einfach nur so neben Quest? Ich weiß es gleich gar nicht mehr. Wir haben sehen. Na, wie geht's dir? Ist hochmotiviert. Ab geht's. Die Wut meiner Fäuste wird deine Pokémon das Fürchten lernen. Oh nein. Ich schau da. Tim. Tim. Mein Gott, Tim. Ich habe Angst. Tim. Oh Mann. Mal sehen, wie sich noch Leash legt. Super. Alles klar. Oh ja. Ja, ja. Verteidigung sinkt stark. Da habe ich ja gute Erinnerungen daran. Ah, Folge 30. War das nicht schön? Ach komm schon, du. Du hast ja auch deinen Spaß. Bist du auch, Hast du so, hä? War ich die von heilen? Hast du was abbekommen? Sholu? Du machst Sachen. Oho! Aua, das... Oh, dieser Kreideschrei. Da kriegst du ja Gänsehaut. So, jetzt ist aber Schluss. Ah, lass auf. Lass auf. Muss ich doch mal Nora Lee zucken? Welches Level hast du, mein Freund? Nee. Du machst bestimmt irgendwas ganz Blödes. Unter anderem. Dafür mache ich jetzt den Psystrahl. Wow. Alter, das ist eine Maschine. Ich wurde zerschmettert. Na, wie geht's dir, ne? Bist du auch immer noch hochmotiviert? So was von. Wie viel fehlt der Kleinen eigentlich nochmal? Halt die da. Nächster Level. Noch 3. Ich meine, komme ich später wieder und ich meine, damit sich auch noch lohnt. Das ist eine große Kurbel. Willst du an dieser Kurbel kurbeln? Ich möchte kurbeln. Yomi dreht mit voller Wucht an der Kurbel.
Was ist da los? Wo ist das Wasser? Was ist da los? Ich befülle immer noch. Wo ist das Wasser? Ja, kleinen Moment. Ich komme gleich wieder, ne? Bleib, wo du bist. So. Also, ich würde sagen, das Ding haben wir so oder so in der Tasche. Aber dafür trotzdem nochmal. Healen. Wobei, eigentlich hätte ich vor... Naja, egal. So. Meine Kleine. Yep. Mach einen kleinen Surfer. Ausflug. Es wird definitiv auch nicht lange dauern. Nur so lange, bis Nora Lee das Nötigste bekommen hat. Ich meine, man möchte auch einen Arena-Kampf mit etwas Besonderem entgegentreten. Ich meine, Shreen Daddy ist schon sehr, sehr besonders. Also ich rede nicht von... Nein, er ist halt wirklich... Ich sag nur Jens. Genau wie Briccarella. Die... Bam. So, komm, einen noch. Und ich möchte auch, dass Nora Leiden... Alright then. Dann... Ja, gibt's halt ein bisschen mehr XP. Oh. Okay, Teletox hält doch einiges aus. Gut, wobei der Levelunterschied jetzt nicht so krass ist, aber... Trotzdem. Das ist sehr effektiv. Und jetzt hast du mich am Wickel. Na komm. Und damit hast du deinen Untergang besiegelt. Hättest du das einmal Blubstrahl gemacht und auf einen Volltreffer gezielt? Tja, dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Ja, komm, meine Kleine. Was sind 100 Steine? Ja, meine Kleine, 30. Stolze Mutter, stolze Mutter. Und darauf habe ich es abgezielt. Komm schon. Ab geht's. Ah, wie super! Yes! Sorry, wurde zu einem Abfall. Ja! Donnerschlag, bitte! Yep. Und zwar... ich würde sagen... Nee, Donnerwelle, weil bei allen anderen Attacken haben wir sowieso Chancen, dass der Gegner paralysiert wird. Und bei Donnerwelle verlieren wir halt eigentlich bloß einen Zug, indem wir halt dem Gegner einen Statuseffekt zufügen. Tackle behalte ich trotzdem erstmal noch, weil wegen überhaupt noch einen Angriff haben. Oh komm, lass dich ansehen. Lass. Oh. Moment, das muss ich im Licht sehen. Oh, bist du. Oh, du bist super. Nora Lee. Oh, meine Kleine ist erwachsen geworden. Mein kleines Baby. Wenn man echt mal bedenkt, mit was ich am Anfang. Also, wie ich angefangen habe, mit Nip-Nip, danach kam Sholu, naja gut, dann kam halt das mit meinem Kokuna und so, danach kam Miffy, er wird auch sehr häufig eingesetzt, ihn schon nicht aber, weil, wenn Miffy irgendetwas passiert, bricht mein Herz. Dann haben wir, ja, also Nip-Nip, Sholu,
Miffy, Briccarella und Nora Lee. Und dann später kam halt Dream Daddy dazu und Caesar macht sich bis jetzt auch nicht ganz so schlecht. Wie das allerdings mit Slowpanda noch aussieht. Ah, naja. Er bleibt uns natürlich erhalten. Halt, ich will doch gar nicht das Schild angucken. Aber ich meine, ich habe bereits jetzt ein Wasser-Pokémon und ein Psycho-Pokémon. Und mit Fleckmon hätte ich zwar beides, aber, ne? Dream Daddy. Dream Daddy. So. Vor allem, fällt mir jetzt gerade auf. Dream Daddy, gelb. Normally, gelb. Die sind dafür bestimmt, diese Arena zu rocken. Es ist so in einem Training vertieft, das hatte ich gar nicht bemerkt. Ach so, scheiße. Ich dachte, redet jetzt mit mir. Was ist denn hier schon wieder los? Wer hat das Wasser abgestellt? Schon wieder. Ich habe jetzt echt gedacht. Okay. Dieser unerbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf mein Haupt niederregnen. Hey, Moment mal. Du kannst doch nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und nicht bei meinem Training stören. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken. 7 Tage in der Woche stehe ich unter dem Wasserfall und stähle mich. Was sagst du? Du machst meinen Pokémon auch nicht? Na gut, da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Okay. Ich bin gespannt. Los, Hartwig! Boah, 29. Hui. Okay, Psychstrahl bitte. Wow. Oh Gott, bitte. Ah, verdammt. Okay, das geht. Verdammt. Komm, noch einmal so. Oder ein Volltreffer. Bitte Volltreffer. Komm schon, Dream Daddy. Verdammt. Oder so, ja. Hat sich das erledigt? Ein Quappu. Okay, meine Kleine. Nora Lee, bist du bereit? 90 KP? Ey, du bist ja nicht ein Tank! Also für das, was jetzt momentan so hier als Team ist, ne? Oh! Ich gebe mir doch nicht geschlagen, Junge! Mädchen! Entschuldigung. Mach der Gewohnheit. Okay, Norley. Ich glaube an dich, Donnerschlag! Okay. Ich bin okay. Das sieht gut aus. Komm schon, Norley. Mach es. Schön. Ich gebe noch nicht. Noch nicht. Oh. Bitch. Ich habe dich jetzt vorhin aber auch noch mal heilen. Weil ich glaube, ein Volltreffer. Gut. Ich glaube, ein Volltreffer wäre nicht gut. 47 waren das. Ja. Nein, 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 nein.
ich zufällig? Natürlich habe ich. Aufgewacht! Nix da. Oh oh. 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 Ui, ui, ui. Okay, ich tausche jetzt doch einmal. Alter. Okay, Dream Danny, du schaffst das. Okay, sehr gut. Dich halte ich trotzdem. Ja, Mensch, wird es doch nochmal kurz spannend. Ja, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Okay, das war's. Spiel. Satz. Und doch noch nicht vorbei. Okay, gut, dann halt jetzt aber. Leute, das war's. Auch diesen Orden haben wir nun sicher. Und das alles dank Dream Daddy und Norally. Ich geb's auf. Du gewinnst. Wie konnte das bloß passieren? Du hast gewonnen, aber na gut. Damit hast du dir den Faustorden verdient. Nice. Der Faustorden erlaubt es dir mit Hilfe der Attacke fliegen? Ist der Gag zu dir auch schon rübergekommen, wa? Verstehe nicht, was du meinst, oder? Auf jeden Fall mit Hilfe der Attacke fliegen, an Orte zu düsen, die du bereits besucht hast. Und wo ich schon mal dabei bin, kann ich dir eigentlich auch das hier geben. Das war... Ah, Power Punch. Nimmt dein Pokémon Schaden, bevor es angreifen konnte, verlierst du damit die Chance auf einen Angriff. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, Schumafuta hatte das damit... Ja, Schumafuta hatte diese Attacke gehabt und... Kurz sie knicken. Gelingt es ihm aber, einen Treffer zu landen, erzeugt diese Attacke... Schier unglaubliche Kräfte in ihm. Nun. Dream Danny wirkt sehr glücklich. Das kann er mit Fug und Recht. Kann er das sein? Und unsere kleine Nora Lee, ganz ehrlich, auch wenn das jetzt totale Verschwendung ist, sie kriegt trotzdem einen Trank. Und ein paar Glückwünsche. Ich meine, hallo. Hey, meine Kleine. Ja, Norali. Ich will dich knuddeln. Tja, und damit beende ich die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die Folge ist jetzt ein klein wenig kürzer, aber dafür haben wir diese Arena gerockt. Und gerne Liebe für Dream Danny. Und nur ready da lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.